Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP, euer Ding am Start. Wir sind hier im VIP-Bereich. Und wir versuchen die Tochter von der komischen Ho zu finden. Und jetzt boxen wir erstmal einen um hier. Komm, sei doch nicht so. Ich hab Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Was ist denn? Ich such doch nur ein bisschen Unterhaltung. Das geht sie gar nichts an. Die guten Zeiten sind vorbei. Danke. Oh ja. Die Security hat gepennt. That's how we do business in here. Hey. Hey. Wollen Sie tanzen? Ich kann gut tanzen. Sehen Sie mal. Meine Moves. Jawohl, Shepard hat die Moves, Alter. Oh yeah. Nein, danke. Oh, fuck. Mir reicht die Musik zum Glücklichsein. Well, bitch. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Hey, yo. Fuck, Shepard, Alter. Er ist eine fucking richtige Dancing Queen, einfach nur. Ja, das geht. Du stinkst. Heutzutage lassen sie wirklich schon jeden rein. Deine Mutter. Das Niveau ist böse gesunken. Wollen wir das ausdiskutieren? Sie und ich gehen hinten raus, nur einer kommt wieder rein. Ich will hier nur meinen Drink genießen. Kein Grund, sich aufzuregen. Besser ist es. Verdammte Menschen. Ah! Boom! Ich rede mit niemandem. Außer mit deiner Mutter. Edwin, was geht? Was darf sein? Digga. Das wäre viel zu nice. Das sind gute Leute, aber sie sehen gelangweilt aus. Und wer gelangweilt ist, gibt nicht viel Geld aus. Und Sie haben eine Idee, wie ich das ändern könnte? Eine Lokalrunde beweist, dass Sie Ihre Geschäfte respektieren. Ihr Ansehen steigt und am Ende haben Sie mehr Geld in der Kasse. Oh, ein Versuch ist es wert. Hoffentlich haben Sie recht. Alle mal herhören. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und darum geht die nächste Runde aufs Haus! Mein Name ist Morinth. Ich habe Sie beobachtet. Grüße. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? Hey, yeah. Let's do it, bitch. An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich... That's sad. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Das ist auch das Problem in den heutigen Diskotheken. Woran liegt das wohl? Sie und ich wollen... Na, alle sind nur da, um zu saufen. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Kennen Sie den Künstler Forter? Ich hätte nicht gedacht, dass ihn hier irgendjemand kennt. Er ist erhaben. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Kennen Sie Vienya? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Mich faszinieren Justikare. Mich nicht. Aber Sie sind eine Asari. Sie müssen dazu doch eine Meinung haben. Ich sagte, ich will nicht darüber sprechen. Okay, sorry, Model, dann nicht, ey. Wir sind ja richtig tiefer hier. What the fuck? Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Hell yeah. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Was halten Sie von Halex? Es gleitet durch meine Seele. Wir haben wohl tatsächlich gemeinsame Interessen. Vielleicht haben wir ja ähnliche Familienverhältnisse.
Ich bin auf der Straße aufgewachsen und musste um jedes Stückchen Brot kämpfen. Meine Eltern habe ich nie gekannt. Das klingt aufregend. Was ist mit Ihrer Familie? Ich habe keine Familie. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Oh, yes. Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Oh, let's do it. Shepard is going to have some sexy time. Maybe. Wo ist die Fotze? Erstmal. Wenn Sie wollen, können Sie ein Helix nehmen, aber sollten Ihre Sinne jetzt nicht alle ganz besonders geschärft sein? Warum? Mir ist das viel lieber. Wow. Cool. Ich bin eine Weile voll auf Duelle abgefahren. Ich liebe diesen Moment, wenn ich im Auge des Gegners sehe, dass er begreift, dass ich besser bin und er demzufolge sterben wird. Ein Geschenk von einem Verehrer. Die Statue hat mehr Persönlichkeit als er. Ich liebe jedes Spiel, bei dem der Gegner glaubt, er stünde kurz vor dem Sieg. Kurz bevor sein Leben endet. Digga, denkst du, die ist richtig gut im Schach oder was? Ich rasier dich, wenn wir eine Runde spielen. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still. Und sie sind sicher. Entspricht das ihren Wünschen, Shepard? Ich kämpfe lieber, als mich zu verstecken. Richtig. Es ist besser, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, dieser Ansicht sind wir beide. Sie vergleichen uns beide, sind aber weit von meiner Liga entfernt. Diese Stärke. Genau das brauche ich. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden. Fuck you! Dass Sie alles tun, was ich will. Bitch! Wieso kann ich das nicht sagen, Mann? Ich bin doch so böse! Ich will Sie. Ich würde für Sie töten. Alles tun, was Sie wollen. Liebling. Entspann dich und lausche meinen Worten. Morinth. Oh. Mutter, nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Enough. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nicht. That's goddamn right. Ich bin genauso stark wie Sie. Ich würde mich Ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, Ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Ihr Weg endet hier, Morinth. Und ich soll das Monster sein? Mögest du Frieden in den Armen der Göttin. Kurz und schmerzhaft. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen. Überaus löblich. Und die nächsten Schritte meines Lebens zu gehen. Sind Sie auch bereit zu gehen? Nochmal. Dann los. Hauen wir. Sehr nice, sehr nice. Doppelgänger. Voll, ey. Geschafft, Leeches. Mit dem Legion reden. Reden mit dem Crew Deck der Norman in den Legion. Okay, jawoll. Yay. Jawoll. Wir können jetzt weg. Das Ende ist nah. Wir können back to the hood.
Dann müssen wir mit Legion quatschen. Müssen wir ihm sagen, dass er stinkt. Ist das Shepard? Und dann ist alles wieder best for business. Zurück zur Normandy. So. Commander, Legion möchte mit Ihnen sprechen. Ich weiß. Ich möchte erstmal gucken, aber kann ich bestimmt eh nicht machen, nur mit Sturmgewehr tunen, weil wir einfach zu wenig Ressourcen haben. Legion! Wait, like what the fuck? Wo ist die Krankenstation? Da. VI-Kern, grüß. Shepard Commander, wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Hauptquartier der Heretics. Sieht aus, als könnten wir ihre Überfälle endlich ein für alle Mal beenden. Ziehen wir es durch. Völliger Sieg ist eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit wir derzeit noch nicht berechnen können. Ungeachtet dessen werden wir mit den Vorbereitungen beginnen. Machen wir! So. Taking care of business. Let's go, Geronimo. Wir fliegen zu den Heretics. Ihr Bitches. Dich, Alter. Legion helfen hier oben. Was müssen wir erstmal in dem Virus holen oder den Virus zerstören? Ich weiß es nicht. Wo fliegen wir durch die Sonne? Wenn wir es einfach fucking drauf haben. Das Meer der Stürme. Hey, Heretic Station. Sieht ja wild aus. White. White, white west. Also der ist dabei, die ist loyal und die ist nicht loyal und die auch nicht, obwohl wir für die auch was gemacht haben, aber die stinkt anscheinend einfach richtig hart nach Scheiße.
Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Gäste benutzen keine Fenster. Achtung, diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los! Shepard, Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellt. Hell yeah! Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Hell no! Ihr Virus lässt sich umstrukturieren, und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Jedenfalls sind die Heretics damit ausradiert. Getötet oder umgestaltet. Was ist schon der Unterschied? Wie auch immer, sind ja nur synthetisch. Aufgemotzte Sicherheitsmechs, mehr nicht. Jetzt ist nicht die Zeit, das auszudiskutieren. Los, weiter, solange die Heretics abgelenkt sind. Ja. Schleichen wir uns vorbei. Die Geth wissen nicht mal, dass wir hier sind. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardlink-Mutter. Hä? Wir sind jetzt vor. Ja und? I don't get it. Ich dachte, das sollte ich machen. Die Sachen in diesen Verteilern sind erste Wahl. Wenn wir sie... Warum sind die Heretics mit diesen Verteilern verbunden? Das sind mobile Plattformen. Hardware. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Gehen wir weiter. Klingt spannend. Ja. Ja, das musste ich ja so machen, weil... Ich hatte ja keine andere Möglichkeit. Können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Sie werden uns kurzzeitig unterstützen und sich dann selbst zerstören. Warum nicht? Pium. Oh, mein Auge. Boah, mein Auge. Mein Ölauge. Es hat geölt. Boah, Alter, das ölt immer noch. What the fuck? The fuck's wrong? Kampf steht unmittelbar bevor. Chill. Meine Augen. What the fuck? Easy. Rein für nächstes Ziel. So. Befehl erhalten. Okay, dann in der nächsten Folge werden wir uns weiter auf dem Schiff vorkämpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Haut rein und bis zum nächsten Mal.